5 gruselige TikTok-Videos. Achtung, gruselig. TikTok besteht längst nicht mehr nur aus Tanzvideos. Die Videos vieler Teenager werden immer mysteriöser. Oh nein. Während die meisten Teenager lustige Videos erstellen, gibt es Personen, die kuriose Dinge erleben und es auf TikTok hochladen. Au. Heute schauen wir uns die gruseligsten TikTok-Videos an. Los geht's. Der Creeper. Ein Uber-Fahrer aus Brooklyn wurde plötzlich von diesem mysteriösen Fremden angehalten. Wie man sieht, nähert sich der Mann langsam und leise seinem Auto und scheint wie besessen zu sein. Oder ich würde den so weghupen. Oder der hat zu viel Slenderman gespielt. Was ist los mit dem? Der Creeper ist das. Creeper. Und der filmt erstmal, Bruder. Das erste, woran ich denken würde, wäre einfach wegzufahren. Ja, okay, gut. Wenn er da die ganze Zeit... Meint ihr Fake? Bruder, dann fahr doch rückwärts und wende! Das ist der Creeper. Ich stelle vor, geht der Strauß, gibt ihm einen mit Basie. Also wenn das alles Fake ist, ne? Ich rufe die Polizei. Bruder, fahr doch rückwärts! Und dreh deinen scheiß Wagen! Ey, wie kann man so blöd sein, ne? Fremden mitten auf der Straße belästigt wird. Daher ruft er die Polizei. Guck mal, du kannst doch wenden! Aber er kommt mit, er wird immer schneller. Aber ich sag mal so, wenn sowas passieren würde, ich würde nicht aussteigen, Digga. Ich hätte trotzdem Angst. Wow. Und dann kommt immer näher. Crazy people in New York. Crazy people in New York. Sag ich so, wie es ist, kann aber wirklich sein, dass da so einer ist. Wenn er auf Crack ist oder was weiß ich was, keine Ahnung, was mit dem los ist. Man weiß doch nie. Aber warum fährt er nicht jetzt einfach nach rechts, wo der gerade hergekommen ist? Warum? Oder ich krieg auch Panik langsam. Er soll auch antworten, wenn du Fenster. Ja, Bruder, er filmt mit Taschenrechner. Was soll ich denn? Vielleicht war er unter dem Einfluss gewisser Substanzen. Das macht die Situation jedoch nicht weniger schlimm. Oha! Okay, das ist krass. Wenn die Polizei noch gekommen ist? Das ist dann, glaube ich, echt nicht fake, ja? Ich schwöre es euch. Was? Boah, Bruder, der ist besessen von dem. Zum Glück wurde der Mann verhaftet, bevor die Situation womöglich eskaliert wäre. Das ist aber fake. Böse. Warte mal, warum sollte der denn direkt verhaftet werden? Warum sollte der direkt verhaftet werden? Hat er irgendwas gemacht? Nein. Weil vielleicht haben die davor mit dem geredet. Überraschung. Er versucht zu reden. Diese Aufnahme stammt aus New Mexico. Jorge entdeckt plötzlich einen mysteriösen Mann am Straßenrand. Er nahm sein Handy heraus und filmte das Ganze. Als er sich dem Fremden näherte, rannte dieser plötzlich auf ihn zu und jagte ihn. Ach du Scheiße. What the f*** is that? Junge, ich würde sowas von weiterfahren, ne? Hört auf mit dieser Eurem, guckt hinter ihr. Ich lebe alleine mittlerweile. Digga, fahr doch, du Wichser! Fahr, du Idiot! Glücklicherweise konnte der Fahrer entkommen. Aber wer war das? Bruder, guck dir den mal an, Alter. Wie sieht der... Was ist das, Alter? Guck mal in die Augen. Was ist das? Sieht ihr die Augen hier auch? Oder ich schwör, guckt euch, ihr werdet davon träumen diese Nacht. Genau von diesem Kopf. Das Gesicht des Fremden scheint nicht menschlich zu sein.
Ich bin mir nicht sicher, ob sein Gesicht einfach nur deformiert ist oder ob dieser eine Maske trug. Jedenfalls hatte diese Person nichts Gutes im Sinn. Vielleicht war er ein Mörder oder ein Dieb? Was denkst du darüber? Schreib es mir in die Kommentare. Oder fahr doch bitte. Nachts im Einkaufszentrum. Es ist spät in der Nacht, als sich James ganz alleine in einem komplett verlassenen Einkaufszentrum befindet. Zumindest dachte er, er wäre alleine. Während er durch die Mall läuft, hört er plötzlich laute Geräusche. Bruder, hört er laute Geräusche? Schala, ey, schala. Sensei, Jansen, danke für die 3 Monate, Bro, ich hab Angst. Das ist ihr Y-City-Einkaufszentrum, Leute. Gleich kommt diese... Ich würde, ja, diese 24 Stunden Einkaufszentrum Challenge haben die gedreht. What the hell? The big boy, Yankee boy. What the heck? These freaking chairs just moved. Oh, what the shit? Okay. Oh mein Gott! In Zeitlupe erkennt man, dass sich die Stühle wie soll man das denn faken, Mann? Weise bewegen. Dieses Video fühlt sich definitiv real an, denn es wäre extrem schwierig, das Ganze zu faken, da die Stühle in verschiedene Richtungen bewegt werden. Was denkst du? Ist es echt oder ein Trick? Du entscheidest. Mit Seil? Horror auf TikTok. Oh nein. Die schöne TikTok-Nutzerin Kimberly lebt mit ihrem Hund und ihrer Freundin in einer Wohngemeinschaft. Sie macht regelmäßig lustige Tanzvideos für TikTok, aber seit gestern hört sie beunruhigende Geräusche, die von unten kommen. Aha, Kimberly Rhodes? Naja, ich kenne andere Rhodes. Im Haus sind. Also beginnt sie damit, die Ereignisse zu filmen. Bestimmt kamen die Tanzvideos nicht mehr an, deswegen dachte, die macht die da Horror, Fake Horror. Ein auf Sammer schlau. Daisy, where are you? What's down there? Why are you down there? Boah, Bruder. Einfach Hund besessen, Alter, der fliegt jetzt die Treppen hoch, Leute. Bruder, wer steht da? Ist das der Hund? Daisy, what is it? What? What's wrong? Daisy? Daisy, what's wrong, baby? Es war ziemlich ungewöhnlich für ihren Hund. Bestimmt war die Stiefschwester da, Lana, oder? So zu reagieren. Doch die Ereignisse wurden noch seltsamer. Oh, she's looking down there right now. Hang on. Daisy? Daisy, honey, what are you looking at? Daisy? Das ist ziemlich verstörend. Findest du nicht auch? Hello? Daisy, stay. Hello? Es stellte sich heraus, dass die Geräusche tatsächlich aus dem Keller kommen. Schließlich traut sie sich mit ihrer Freundin nachzusehen, ob sie... Oh ja, sie traut sich nachzusehen und geht mit dem Handy runter, anstatt die Polizei zu rufen. Aber Hauptsache TikToks werden gefilmt, TikToks! ...da unten irgendetwas finden können. One duck out, danke für die 2 Monate, Bro. Alright, so we're gonna just go check out what's over here. And war es nur der Wind? Der Besen ist oder umgefallen! Was steckt wirklich dahinter? Das war der hackfleischhassende Zerhacker. Für ein paar Tage lang schien wieder alles normal zu sein. Bis zur folgenden Nacht, in der der Schrecken seinen Höhepunkt erreichte. Aufgepasst! Daisy, honey, what's down there? Oh my god. I don't see. Amalakuyum, Alter, was war das denn? Oh my god. Eine Person ist zu sehen, die dann im Schatten verschwindet. Wer war diese Person? War es nur ihre Mitbewohnerin, die einen Streich spielte? Oder war es etwas Geheimnisvolleres?
Schreib mir, was du darüber denkst. Das ist die Freundin, mit der gerade im Keller war. Ich halte mich auf dem Laufenden, wenn es Neuigkeiten zu diesem Fall gibt. Whatever you are, you need to leave now. Now. Das war Venom mit seinem Schleim. Schreie aus dem Wald. Dieser Mann hörte seltsame Geräusche, die aus dem Wald kamen. Bruder, er ist im verbotenen Wald von Harry Potter. Dass es ein wildes Tier war. Aber als er sein Handy herausnahm und begann zu filmen, passierte das. Bruder, das sind die Wendigos. Wer oder was war das? Bruder, einfach Wendigo. Heißt, schreib es mir in die Kommentare. Stell dir vor, ihr würdet sowas sehen, Alter. Wrong turn. Ich guck das nicht mehr, Alter. Ich krieg Panik, es reicht, Digga. Was ist das denn, Alter? Uff.